Ladies first. Nett. Auf geht's. Und da ist die Alarmanlage. Und die ist so eingestellt, dass wir nur das Glas berühren müssen, damit sie losgeht. Kein Problem, Mann. Voila. Okay. Haben wir auch das Richtige? Das finden wir am besten gleich raus. Sorry, Marco. Des Jahres. Das ist es? Das ist vollkommen wertlos. Das Licht des großen Khan. Warte mal. Was machst du da? Das ist Harz, es brennt. Und? Gib mir dein Feuerzeug. Hältst du das für eine gute Idee hier drin? Komm schon. Sehen. Unsere Schiffe trieben durch die Flut in die Wildnis von Java. Hört sich nach einem Tsunami an. Ja, irgendwo im Westen von Borneo. Oh gut, das könnte sein. Hier. Irgendwo bei diesem Berg müssen sie auf Grund gelaufen sein. Mit dem Berg finden wir die Schiffe. Ja, klingt logisch. Moment, noch was. Was war? Als wollte das Meer selbst die grausame Fracht abwerfen, die wir mitbrachten aus Bala. Der Fluch von Chintamani. Und das sagt dir was? Shambhala. Verdammt, Flynn. Was? Marco Polo von Shambhala. Shangri-La. Du machst Witze. Wenn sie den Chintamani-Stein hatten, ist er vielleicht noch da. Das ist ja wirklich spannend, aber wir müssen jetzt los. Ja, ich komme ja schon. Was soll das? Sorry, Nate. Hier trennt sich unser Weg. Aber was ist mit unserem Plan? Nein, das war dein Plan. Ich habe jetzt meinen eigenen. Komm schon, wirf jetzt das Seil runter. Tja, Nate, damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet. Du hast nämlich eine Kleinigkeit übersehen. Partner. Und, willst du mich jetzt erschießen? Nein, ich muss dich nur für eine Zeit aus dem Verkehr ziehen. Mist! Meinst du, ich hätte nicht sofort von den Schiffen gewusst? Jedes Kind hätte das herausgefunden. Flynn, hör mal. Jetzt sieh's endlich ein. Das war's für dich. Noch nicht. Die Wachen brauchen doch einen kleinen Vorsprung. So, jetzt geht's los. Nichts für ungut, ja? Hey Leute, und kommt zurück zu Uncharted Among Thieves. Wir machen hier weiter und müssen hier abhauen. Der Alarm wurde hier ausgelöst. Oh no. Nein, das war's doch nicht. Hier gibt's noch einen anderen Weg. Nämlich hier lang nach unten. Okay, okay. Und raus hier. Sind hier noch irgendwo Sniper auf dem Dach? So durch sind wir schon mal. Oh. Oh no. Die sind auch hier unten. Konzentrier dich. Ja, oh ja. Oh ja. Ich hier bloß raus. Ich weiß es nicht, wie ich hier rauskomme. Oh, hier lang. Bist du Leiter? Ja, das ist leicht. Und raus hier. Na, komm. Da lang. Tschüss, man sieht sich.
Arrivederci. Venedig? Du hast eine Kleinigkeit übersehen, was, Partner? Was? Sieh es ein, du wurdest verarscht. Ach, wirklich? Hä? Hey, hey, hey! Hau ab, du verdirbst uns die Show. Ach, wie schade. Sully! Dich kann man keine Minute allein lassen. Bin ich froh, dich zu sehen. Wie läuft's, Kleiner? Gar nicht mal so gut. Naja, ich musste ein paar Leute schmieren. Hab dein ganzes Geld verbraucht. Und eine Menge von meinem. Junge, du stinkst. Ja, fast so schlimm wie deine Zigarre. Ja. Wie hast du mich gefunden? Ja, mich hat jemand um Hilfe gebeten. Hallo, Nate. Oh nein, nein. Warte mal. Sully, wirf sie raus und schließ ab. Hier sind wir sicher vor ihr. Jetzt warte doch mal ab. Hör sie an. Danke, Victor. Nix für ungut, Sully. Deine Menschenkenntnis lässt zu wünschen übrig. Besonders, wenn es um Frauen geht. Hast ja recht. Aber egal. Oh Gott. Oh nein, ist gar nicht übel. Hier, ich hab meinen eigenen Eimer. Mm. In der letzten Zelle gab's einen für 8. Hör zu, und Nate. Weißt du was, es ist echt nett, dass du vorbeischaust. Aber wenn du und Flynn mich nicht reingelegt hättet, hätte ich die letzten 3 Monate nicht in diesem Drecksloch hocken müssen. Also entschuldige bitte, wenn ich dir nicht gleich um den Hals falle. Ich hatte nichts damit zu tun. Klar. Ich sag doch, er hört mir nicht zu. Pass auf, Nate. Sie haben die Schiffe gefunden. Auf Borneo? Ja. Und der Chintamani-Stein? Woher weißt du davon? Glaubst du echt, Flynn hätte das allein rausbekommen? Gutes Argument. Nein, den haben sie noch nicht. Wer sind denn sie? Flynn und sein Klient, Lazarevich. Na, du weißt schon, der Spinner. Die beiden stecken unter einer Decke. Also gut. Wenn sie den Stein noch nicht haben, bleibt uns doch Zeit. Du bringst uns in die Ausgrabungsstätte. Wir schnappen ihnen den Schatz vor der Nase weg. Sie werden es nicht mal mitkriegen. Ja, Rache ist süß, Leute. Hier, er wurde der Wunschedelstein genannt. Er ist eine Reliquie. So wie Buddhas heiliger Gral? Genau. Danke. Sully, hör dir das an. Im Königreich Shambhala ruht das Kostbarste, was diese Welt zu bieten hat. Ein perfekter Saphir von tiefstem Blau. Größer, als dass ihn ein Mann umfassen könnte. Der muss Millionen wert sein. 100 Millionen. Und da gibt's noch mehr? Und ob für die Tagebücher von Marco Polo, musste Lazarevich ganz schön was hinblättern. Er sucht den Chintamani-Stein seit Jahren. Wenn er auf Flynn setzt, ist es kein Wunder, dass er ihn noch nicht gefunden hat. Mit Lazarevichs Papieren kann ich den Stein finden. Jetzt mach mal halblang, Korbe. Das ist nicht so einfach. Die Papiere sind in seinem Zelt. Und das Zelt steht mitten im Lager. Das ist wie das verdammte Pentagon. Da sind Soldaten. Überall. Tja, deshalb muss das auch jemand machen, den sie kennen. Und jemand, dem sie vertrauen. Oh. Okay, langsam fällt der Groschen. Du musst sie nur ablenken. Verschaff mir 5 Minuten im Zelt. Mehr brauche ich nicht. Echt? Nur 5 Minuten? Ist ja toll. Dann muss ich mich ja nicht mal ausziehen. Ich dachte da mehr an eine Explosion, Chloe. Auch gut. Das lässt sich arrangieren. Machst du mit? Teufel, ja. Was für eine Frage. Chloe, hörst du uns? Laut und deutlich. Wir sind gleich da. Okay, ich habe überall um das Lager Sprengladungen verteilt. Ihr beide müsst sie nur scharf machen. Und die erste ist genau vor euch. Alles klar. Willkommen in Borneo. In Kapitel 3. Wo ist sie? Ich habe auch einen Sprengzünder für euch. Okay, wir sind da. Okay. Die hätten wir. Nicht den Knopf drücken. Den hier? Gut, dann. Wenn die Sprengladungen scharf sind, betätigt ihr den Zünder und dann Showtime. Die werden sich wundern. Sei vorsichtig. Lazarevichs Leute sind in der ganzen Gegend hier postiert. Such mir mal die anderen Sprengsätze hier.
anderen Sprengteile. Den wir hier hochgehen. Und hier weiter durch. Ja, mach ich, Sully. Keine Sorge. Ich schwitze wie eine Nonne im Freibad. Was macht die Nonne denn dort? Sonnen. Und wieder ab ins kühle Nass. Hey, Vorsicht. Da vorne. Sie dürfen euch nicht sehen. Die machen wir fertig. Ganz leise. Ganz leise? Bist du dir da ganz sicher? Die müssen sich umdrehen, damit wir das machen können. Ah ja. Den einen könnte man leise auslöschen. Haha. Aha. Er ist weg. Wo ist er nur hin? Ich weiß es nicht. Ich sagte leise, Nate. Das ist das Gegenteil von laut. Ja, das weiß ich auch, Sully. Ich hab gedacht, der merkt das nicht. Oder der greift da über diesen Baumstumpf da drüber. War nicht, dass der zuschlägt. Mensch, Nate. Oh man, ey. So, tot. Und die auch da gleich vorne hier. Los geht's. So, einmal. Und da habe ich noch einen gesehen. Na? Wo ist er denn? Ah, da hinten. Deine Granate hilft dir nichts. So, zack. Down. Da ist auch noch einer. Mensch, die haben so eine fette Panzerung an. Oh no. Noch so ein Verrückter. Na komm. Geht doch. Sully, wo schießt du hin? Siehst du noch einen oder wie? Ja, da oben. Und weg mit dir. Mensch, die hatten alle fast nur Pistolen. Außer der eine da oben. Hoffentlich kommen wir da an die Waffe da dran. Aber ich glaube eher nicht. Schade. Sollt ihr irgendwo Steuerkreuz nach oben drücken? Dann halt nicht. Dann müssen wir uns den Weg hier selber suchen. Wo es denn hier hoch geht. Da fließt Wasser runter. Lasst mich mal kurz überlegen. Aha, hier liegt schon mal die AK-47, die er fallen gelassen hat. So können wir unsere Waffen wechseln. Aber wir haben immer noch nicht den Weg gefunden. Das gehe ich jetzt an. Ah, so. Hier oben ist so eine Stange, wo man sich dran festhangeln kann. Hier geht's weiter. Sehr schön. Dann wollen wir auch gleich mal hier unsere AK austesten, wie gut die ist. So, erstmal den Stein aus dem Weg schaffen. Los, Nate. Jawohl. Ah, klasse. Danke dir. Bitte, bitte. Damit der alte Herr auch hochkommt. Nate, du näherst dich der Ausgrabungsstätte 1. Sie müsste längst zurück sein. Mist, sie haben uns entdeckt. Oh, toll. Sie dürfen das Lager nicht informieren. Gut, dann machen wir das. Sind bestimmt Gott sei Dank nur zwei. Okay, doch nicht. Aber die halten übel wenig aus. Und Muni liegt hier auch nicht mehr für die AK. Schade. Ah, doch, hier. So, wollen wir weiter, Jungs und Mädels. Abonnenten und Abonnentinnen. Das erste Lager.
Lager sollte jetzt vor euch sein. Dort gibt es 4 weitere Sprengladungen. Aber die Luft sollte wirklich rein sein, bevor ihr sie scharf macht. Gut, wir versuchen es. Hier draußen ist doch nichts. Wann gibt er endlich auf? Lass der Rewitz und aufgeben? Nicht. Da ist das Lager. Bist du bereit? Auf geht's. Was will er denn noch finden? Lass das nicht Lazarevic hören. So, erstmal warten, bis die Leute sich hier überall verteilt haben. Damit wir gucken können, wo wir hingucken müssen. Also der eine hier, der ist leicht zu töten. Der hier an diesem Tisch steht. Nämlich zack. Und schon ist er tot. Oh. Hier ist keiner. Keine Sorge. Ja, komm gucken. Dann bist du der Nächste, der tot ist. Und zack. Nummer 2. Leise getötet. Wie im Museum. Da oben ist einer. Wechseln wir mal hier zu. Ah, wie sollen wir an den da oben rankommen? Das ist doch schwierig. Der da vorne sieht uns auch. Das soll sich mal umdrehen da oben. Oder mal weggucken. Weil wir haben hier nichts Schallgedämpftes, oder? Nee. Wieder rüber. Gut. Die Pistole braucht auch keine Muni. Ah, ist da nicht irgend so ein Sprengfass oder so? Weil das sieht so rötlich aus. Die sind ja überall. Ach, schade. Ich hätte gedacht, es ist so ein Sprengsatz. Gut, sind sowieso nur 2. So wie es aussieht. Oder? Sind das mehr? Ja, das sind mehr. Oh shit. Ja, genau. Holy shit. Der da oben muss als erstes sterben. Na. Ja, komm, wir nehmen mal den Revolver auf. Zack! Fliegt schön, meine Herren. Komm, zeig dich. Zack! Oh yeah! Geh mal hier lang. So, wo kommen die nächsten? Da oben kommen sie. Da oben steht einer. Bam! Oh, schade. Bam! Weg ist er. Alter, von wo denn? Oh, von da vorne. Jo, genau, komm, zack. Nimm die Schrotze. Nimm die Schrotze, Nate. Sehr gut. Boom. Boom, hast Feierabend. Wo ist der Nächste? Da vorne. Komm wieder hoch. Boom. Schade. Boom. Auch Feierabend. Meine Herren. Da oben noch. So. Ist der down? Okay. Ja, der ist down. Wir müssen den Sprengstoff finden und den scharf machen. Gut, dann suchen wir mal die 4 Sprengsätze und können auch noch nebenbei hier Munition sammeln. Da hoch kommen wir nicht. Da fliehen wir bestimmt nach da oben. Es ist was Rotes, was blinkt.
Hier zum Beispiel. Ah ne, was Grünes. Gleich wird's rot. Wir müssen noch drei Ladungen scharf machen. Zack, jetzt ist es rot. Nehmen wir wieder unsere normale Pistole. Da ist auch eins. Tipp, tipp, tipp. Es sind noch zwei übrig. Nummer zwei ist scharf. Dann suchen wir noch Nummer 3 und Nummer 4. Ist hier Nummer 3? Jawohl. So. Okay, noch eine. Das war's. Wo würde ich die letzte Sprengladung dran machen? Ich glaube hier. Okay, das war's. Statt mir Mr. Lazarevich einen Besuch ab. Oh ja. Mit Vergnügen. Aber erstmal hier noch die Muni mitnehmen. Und jetzt geht's hier weiter. Da oben hin. Komm, Sully. Komm her, ich helf dir hoch. Hol mal die Leiter runter. Alles klar. Los, Süßer, hoch mit dir. Echt hübscher Hintern, Sully. Danke. Hier, Kleiner. Danke. Okay. Lass das Spiel beginnen. Was für ein Tsunami-Spiel, Schiffe so weit an Land. Ich weiß es nicht. Ja, noch sieht es leer aus. Wahrscheinlich. Gucken, was dann hier für eine Hölle los ist, wenn hier das explodiert. Runter. Mist, die Pumpe ist schon wieder. Das verdammte Ding geht ständig kaputt. Los, reparieren wir es, damit wir hier rauskommen. Sie sind nicht bewaffnet. So viele sind's nicht. Worauf warten wir? Die schaffen wir. Weiß nicht, Sully. Vielleicht. Eindringling. Oh, Faustkampf jetzt hier, oder wie? Na, dann wollen wir mal. Wo sind die Nächsten? Da sind die Nächsten. Bam! In die Fresse mit die euch. Gut, weichen wir aus und schlagen wieder zu. Bam, 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 bam. Du willst mich angreifen? Zack! Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hey, hat doch prima geklappt. Da kommt noch einer für dich. Sully? Danke, dass du mir noch einen gibst. Und zack! Hoch mit dir, mein Dickerchen! Nicht so frivol, Kleiner! Los, an die Arbeit! Was meinst du mit frivol? Ich komm ja schon hoch. Meinst du, wir finden das Lager, wenn wir dem Schlauch folgen? Immer stur dem Schlauch nach. So wie in Montreal, hä? Huh? Immer den Schlauch nach. Weil hier ist leider kein Schatz. Weil deswegen bin ich hier nochmal runtergegangen. Ab hoch hier. Aber welchen Schlauch? Wir gehen einfach mal hier hoch. Der Weg wird uns schon dahin führen. Hier geht's auch hoch. Aber hier geht's auch lang. Was machen wir denn als erstes? Ich würde sagen, wir gehen hier hoch. Ab rüber. Und zack. Und komm. Komm, Nate. What the fuck? Ja, komm, geh hoch oder so. Ach, jetzt willst du dich festhalten. Ja, moin. Komm, geh hoch. Gut. Von da sind wir gekommen. So. Hier rüberwärts. Oh, es geht nicht weiter. Na, toll. Na, prima. Oh, man. So. Ja. Von hier sind wir gekommen. Gut, dann müssen wir hier hoch.
Los, komm, wieder hier rüber. Und nochmal hier rüber. Und diesmal nach oben. Geh mal hier wieder rüber. Und gucken mal. Zack. Und dann da hoch. Erstmal gucken. Schatz. Sehr schön. So, ab runter. Na Mensch, so weit runter nun auch schon wieder nicht. Mensch, Nate. Du machst es mich fertig. Weißt du das? So. Nee. Ich komm da nicht hoch. Nee. Da muss ich doch irgendwie darüber hangeln, oder nicht? Ah, nee, von da sind wir gekommen. Ach, den Schlauch, meinte Sully. Mann, bin ich blind. Holy shit. Aber naja. Wir haben es ja jetzt gefunden. Kapitel 7. Die Ausgrabungsstätte. Und an der Stelle würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt den doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.